Tom Cruise will es mit fast 60 Jahren nochmals wissen und setzt sich in Top Gun Maverick erneut ins Cockpit eines Düsenjets. So erwartet das Publikum solch atemberaubende Flugszenen, die Cruise tatsächlich in der San Diego Bay und auf einem Testgelände der US Navy in der Mojave-Wüste drehte. Wir wollen wissen, wie sich das anfühlt und reisen nach Sion. Dort bietet die Firma MiGflug.com Passagierflüge an, unter anderem auch mit einer Aero L39 Albatros. MiGflug-Pilot Leo Schneider begutachtet die Aufnahmen aus Top Gun 2. Doch was kann er uns für ein Erlebnis bieten? So, am Anfang starten wir in Richtung Martigny, dann linke Kurve Richtung Matterhorn. Ein bisschen ruhig am Anfang und dann ein paar Rolle, Loopings, G-Load-Manöver und dann die Limite ist der Passagier. Ja. Hört sich schon mal spannend an. Nach den Sicherheitsinstruktionen folgt die Routen- und Manöverbesprechung, dann gibt's kein Zurück mehr. Der Tower sagt «Ready for Takeoff» und der rund 5 Tonnen schwere Jet hebt ab und fliegt bald mit fast 1000 km pro Stunde wie ein Pfeil durch die Luft. Nach 30 Minuten voller spektakulären Manöver über den Schweizer Alpen geht's vorbei am Matterhorn zurück nach Sion. Die Kombination aus dem Wunder Natur und der vom Menschen geschaffenen Technik ist faszinierend. Und was ein Pilot einer solchen Maschine leisten und aushalten muss, beeindruckt, auch wenn alles erstmal ruhig losging. Ja, es begann alles sehr weich mit ganz sanften Bewegungen. Das hat mich eigentlich überrascht. Und von oben sah alles aus, als würde man in eine Modelleisenbahnanlage hineinschauen. Und erst als wir auf einer gewissen Höhe waren und der Pilot zu den Manövern angesetzt hat, da wurde es richtig heftig mit den 3G-Kräften, die auf meinen Körper gewirkt haben. Aber es war ein unglaubliches Erlebnis und ich würde es tatsächlich immer wieder machen. Und falls Tom Cruise für Top Gun 3 noch einen Co-Piloten braucht, kann er sich jederzeit bei uns melden.